Im Kärntner Gailtal ist es noch sehr ursprünglich. Nicht nur deshalb genießen wir die Einladung zu den Parsen Rasselterriern von Gerd de Wiegele in Hohenthurn ganz besonders. Oh, ich habe mir immer schon Hunde gewünscht als Kind, da war es aber leider nicht möglich. Und dann im Laufe der Zeit hat sich das eben entwickelt. Als ich da nach Hohenthurn gezogen bin, da haben wir zuerst einen Jagdhund uns angeschafft und noch später dann die Parsen-Rasselterrier. Ja, sehr viel Energie hat diese Rasse. Aber man kann sie überall hin mitnehmen, sind ja praktisch, handlich. Nein, ein Jack-Rasselterrier ist nicht schon ein Kinderhund, aber für kleine Kinder. Man muss das mit Vorsicht genießen, weil das sind ja Jagdhunde, Bauhunde. Also sie wurden gezüchtet zur Arbeit unter der Erde. Das heißt, sie sollen den Fuchs oder den Dachs aus dem Bau sprengen, also aus dem Bau treiben, damit ihn der Jäger dann bejagen kann. Sind es Jagdhunde, aber wenn sie gut ausgelastet sind, dann kann man sie auch durchaus als Familienhunde halten. Aber das heißt, man muss sich schon sehr intensiv beschäftigen. Sportliche Familien, die wandern gehen oder laufen gehen, joggen, die einfach sehr aktiv sind und sich viel bewegen. Also vormittags 20 Minuten rausgehen ist gut, so eine kleine Gassi-Runde. Dann macht er vielleicht Vormittag eine kleine Pause und ruht sich aus und dann am Nachmittag gibt es ein volles Action-Programm. Ja, also wenn sie gut erzogen sind, dann können sie auch einmal ein paar Stunden alleine bleiben. Das ist sicher nicht das Problem, aber im Laufe des Tages muss man sie ganz bestimmt einmal ordentlich auslasten. Oder was ich jedem empfehlen würde, dass er in die Hundeschule geht und den Hund richtig erzieht. Und dann bieten sich ja auch in Hundeschulen Möglichkeiten an, wie Agility oder Breitensport oder auch Nasenarbeit eignet sich sehr gut, um den Hund auch geistig auszulasten, wo er sich richtig anstrengen muss. Also meine Zucht ist eine Hobbyzucht. Es gibt höchstens einen Wurf pro Jahr und ich lege natürlich auch größten Wert auf die Gesundheit der Hunde. Gesundheitlichen Untersuchungen durchgeführt werden, zum Teil auch auf freiwilliger Basis, denn es sind noch nicht alle Untersuchungen in Vorschrift. Aber es ist ganz wichtig, dass gesundheitlich alle Dinge, die man ausschöpfen kann, dass da Vorsorge getroffen wird. LOA, das ist eine Form der Ataxie. SCA ist eine andere Form der Ataxie. Dann DM ist ein neuer Gentest jetzt, das ist degenerative Myelopathie. PLL, eine Augenerkrankung. Untersuchung vor jedem Decken müssen die Augen untersucht werden. Gehör getestet müssen die Hunde sein. Das lasse ich schon bei den Welpen machen, was jetzt auch auf freiwilliger Basis beruht. Und die Kniegelenke müssen untersucht werden. Das ist wieder eine vorgeschriebene Untersuchung. Natürlich ist es auch wichtig, dass man nur mit Hunden züchtet, die auch klar im Kopf sind. Die Gesundheit der Hunde steht an erster Stelle. Und die anderen Dinge, die Schönheit und die Ausstellungen und so weiter, sind natürlich auch wichtig, aber sind nicht das Allerwichtigste im Hundeleben. Also den Parson Rasselterrier gibt es in drei Fellarten, in drei Haararten. Das haben wir glatt, broken und rauhaarig. Und die rauhaarigen Hunde müssen regelmäßig getrimmt werden. Also Parson Rasselterrier werden nicht nach Haarart getrennt gezüchtet. Das heißt, es besteht in einem Wurf die Möglichkeit, alle drei Haararten vorzufinden.
Und rauhaarige Hunde müssen getrimmt werden, nicht nur wegen der Schönheit, sondern auch wegen dem Wohlbefinden. Weil das abgestorbene Haar fängt dann an zu jucken, und das ist nicht angenehm für den Hund. Wo halt auch wichtig ist, dass man einen Hund bei einem Züchter kauft und nicht irgendwo am Schwarzmarkt oder im Internet, sondern Züchter, verantwortungsvolle Züchter werden auch kontrolliert von dem jeweiligen Zuchtverband. Und natürlich hat so ein Tier dann auch einen entsprechenden Preis, denn eben die, sowohl die ganzen Untersuchungen als auch Ausstellungen und alles drumherum, das, die Aufzucht der Welpen, das ist natürlich sehr kostenintensiv, wenn man das verantwortungsbewusst machen will. Also mein erster Parson Rasselwurf war 2009, wo ich auch eine Hündin noch selbst in der Zucht habe von dem Wurf. Und auch die Wurfgeschwister erfreuen sich noch bester Gesundheit, bis auf zwei, die leider durch einen Unfall ums Leben gekommen sind. Ja, also die laufenden Kosten für einen Hund ist wie bei jedem anderen Hund auch die jährliche Impfung und Futterkosten aufgrund dessen, dass es ja eine kleinere Rasse ist, sind nicht so hoch. Die Pflege, das Trimmen ist alle 2 bis 3 Monate bei einem rauhaarigen Parson erforderlich. Man kann das selber machen, wenn man das erlernt oder sich zeigen lässt, dann also kann man das durchaus selber machen.